Willkommen zu einer neuen Folge von Mystica TV, meine Damen und Herren. Heute geht es um das Thema Ernährung. Und es geht um nicht Vegetarismus, sondern Veganismus. Es geht um, wie Dr. Rüdiger Dahlke in seinem neuen Buch sagt, Peace Food. Und Rüdiger Dahlke, Herr Dr. Rüdiger Dahlke, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Was wird? Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen und Sie sind einer der produktivsten und fleißigsten Autoren zu diesen Themen, muss ich einfach mal sagen. Und auch bei Ihrem neuen Buch merkt man, Sie sind sehr engagiert. Sie machen es aus dem Herzen heraus. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Also das war eigentlich vor gut 3 Jahren die Entdeckung dieser großen amerikanischen Studien. Ich bin Tierfreund, glaube ich, seit der Kindheit, kann ich das sagen, und lebe auch 40 Jahre vegetarisch. Habe von mir aus persönlich immer so ein Gefühl gehabt, für Ernährung. Also das habe ich da nicht verbreitet in die Öffentlichkeit, aber ich habe seit dem Abstillen keine Milch mehr getrunken und keine Eier gegessen und Fleisch schon seit 40 Jahren nicht mehr. Aber das war einfach meine Lebenshaltung. Die hat sich ein bisschen in den Kursen verbreitet. Wie ich vor gut 3 Jahren diese Studien gesehen habe und wirklich schwarz auf weiß in dieser dicken Sammlung der China Study, Englisch damals noch, gesehen habe, wie gut es jetzt belegbar ist, dass wirklich Tierprotein Krebs fördert, Herzprobleme fördert, Arteriosklerose, Schlaganfall und so weiter. Eigentlich die großen Dramen unserer modernen Zivilisationskrankheiten heraufbeschwört. Da habe ich mir gedacht, okay, das muss übersetzt werden in eine, erstmal ins Deutsche und dann auch in eine Weise, dass die Menschen das verstehen. Das war so ein Gefühl für mich wie vor einigen Jahren, wie die Medizinwelt Hormone verschrieben hat, den Frauen in den Wechseljahren. Da gab es ja auch Volker Zahn, den Professor an der Münchner Uni und Straubinger Krankenhaus, Chefarzt, und mich, wie wir 20 Jahre dagegen gesprochen haben. Aber das war aus so einer Gefühlssituation heraus und dass man sagte, das kann nicht gut sein, wenn man mit Hormonen den Wechsel überspielt. Und es gab diese kleinen Studien, in einer großen Zahl, von der Pharmaindustrie in der Regel gesponsert, die sagten, das ist super, Hormone zu nehmen, das reduziert die Herzinfarkte bei Frauen und die Depressionen und hat keine Nebenwirkungen bezüglich Alzheimer vorbeugend. Und dann kamen diese zwei großen amerikanischen Studien, eine aus Amerika, eine aus England. Die eine musste sogar abgebrochen werden, weil die Ethikkommission gesagt hat, es ist den Frauen nicht mehr zumutbar, weiterhin Hormone zu nehmen, weil man sah, das erhöht die Herzinfarktrate, das bringt nichts bei Alzheimer. Und es steigert die Brustkrebsrate so dramatisch. Dann dauert es 1 Jahr und das war praktisch vom Tisch. Heute ist dieser Hormonirrsinn vom Tisch. Und wie ich die Studien da sah, da hatte ich das gleiche Gefühl. Das ist jetzt der Punkt für die Ernährung. Jetzt muss ich als Arzt eigentlich sagen, ey Leute, hört auf, Tierprotein zu essen. Das fördert Krebs, Herzprobleme, Allergien, ja, Diabetes. Überall spielt es eine Rolle, fast bei allen Zivilisationskrankheiten. Und das macht die Seele natürlich nicht unwichtig, aber Psychosomatik hat für mich ja immer geheißen, Psyche, Seele und Körper. Ja, wir wollen uns gleich ein bisschen anschauen, was es für die Gesundheit bedeutet, aber auch für die Tiere an sich. Das Leid der Tiere ist auch ein wichtiges Thema. Bill Clinton soll auch diese China Study gelesen haben und seitdem sich auch vegan ernähren. Er hat natürlich auch einige Herzleiden hinter sich. War das für Sie die Wende? Was ist das Besondere an dieser Studie, die, glaube ich, im Jahr 2004 erschienen ist? Ja, die ist schon lange erschienen und ich habe die leider gar nicht erst entdeckt, weil Ernährung damals gar nicht so mein Schwerpunkt war. Also Bill Clinton hat dieselben Studien gelesen von Colleen Campbell, die China Study, und von Colvin Esselstyn, die Nornisch. Die haben auch in diese Richtung geforscht und der hat ja, glaube ich, 4 Bypass-Operationen gehabt und hat dann gemerkt, die bessere Chance wäre, die Ernährung einfach umzustellen. Und er sagt so schön, aus Gesundheitsgründen, um seine Enkel noch zu erleben. Gesundheitsgründe sind sicherlich ein entscheidender Faktor. Das ist auch, glaube ich, das, was jetzt die Chance gibt, diesem Buch, was ja auch schon auf diesem Weg zum Bestseller ist, überall, wo ich es vorgestellt habe, macht es einen ziemlichen Wirbel, so eine wichtige Rolle gibt. Es ist bisher, natürlich aus tierethischen Gründen, wie beim Föhr zum Beispiel, Tiere essen, aus moralischen Gründen so anständig essen, schon immer in diese Richtung ja auch von vielen gedacht worden. Aber jetzt ist so ein Punkt, wo einfach medizinische Fakten auf dem Tisch liegen, wo Wissenschaft in wirklich sehr, sehr deutlichen, weil mit großen Zahlen durchgeführten Studien sagen kann, das ist gefährlich. Das ist ein entscheidender Punkt, wo sich jetzt wirklich für mich dramatisch was geändert hat, wo ich dann so einen Handlungsbedarf auch sah, dass Leute wie Bill Clinton sich dahin stellen, in aller Öffentlichkeit, vor das Fernsehen und das so propagieren, hat ja in Amerika schon viel ausgelöst. Sein Ex-Vize Al Gore sagt ja auch, wir müssen Fleisch
Verzehr reduzieren, aus ökologischen Gründen. Mhm. Aber es gibt eigentlich nur Vorteile, wenn man weg vom tierischen Eiweiß zum pflanzlichen geht. Und auch wenn der Untertitel hier heißt, wie der Verzicht auf Fleisch und Milch Körper und Seele heilt, der Verzicht ist der kleinste Teil. Ja, es ist eigentlich ein großes Geschenk für einen selbst, gesundheitlich, aber auch stimmungsmäßig, von der Ausdünstung. Ja, man hört auf zu stinken. Der Allesesser stinkt ja, wenn man ehrlich ist, in seinen Ausdünstungen. Und das hört auf und die Ausstrahlung wird anders. Man merkt es im Umgang mit Tieren zuerst, interessanterweise. Also da verändert sich viel zum sehr Positiven. Und der Verzicht ist ein kleine Anfangsgeschichte. Es gibt natürlich Stimmen, die sagen, kann man sich denn überhaupt ohne Fleisch und ohne tierische Produkte ernähren? Was gibt es denn da für Beispiele? Also selbstverständlich kann man das. Es gibt ja jede Menge Leute, die sich vegan ernähren und in der Öffentlichkeit bekannt sind. Gwyneth Paltrow, Oscar-Preisträgerin, die Nicole Portman, die Black Swan gespielt und getanzt hat. Die sind ja keine Frauen mit schlechter Ausstrahlung, leben aber vegan. In Deutschland Nena mit den 99 Luftballons liegt, seit langer Zeit vegan. Richard Gere, seit Jahrzehnten vegan lebend. Also da gibt es ja genug Leute, die von der Ausstrahlung her das ja schon deutlich machen. Dieser Thomas D. oder wie er heißt, von den Fantastischen Vier, auch vegan lebend und das auch aussprechend propagieren. Es gibt sogar einen Mr. Olympia, einen Bodybuilder, der vegan lebt. Also man kann natürlich, und die Menschheit hätte auch nicht überlebt, ehrlich gesagt. Die konnten ja am Anfang letztlich vegan leben. Also die haben ja wenig andere Möglichkeiten gehabt, die Sammler. Die mussten roh essen und im Wesentlichen Pflanzenkost. Da war es die Ausnahme, mal Tierisches zu erwischen. Ja, es wird ja, in Deutschland gibt es ungefähr 0,1% Veganer. Mal sehen, ob es jetzt mehr werden. Das hoffe ich doch sehr. Die Milch ist ja auch ein wichtiges Thema. Es gibt ja schon die Laktoseunverträglichkeit. Gibt es da nochmal Unterschiede? Würden Sie generell sagen, es ist einfach empfehlenswert, keine Milch mehr zu trinken und warum? Also generell ist Milch natürlich ein wunderbares Nahrungsmittel am Anfang des Lebens, die Muttermilch. Und danach noch, nach dem Abstillen, Kuhmilch zu sich zu nehmen, ist wirklich ein dramatischer Fehler. Wir sehen es heute auf vielen Gebieten. Also in Ländern, wo zum Beispiel keine Kuhmilch oder Kuhmilch minimal konsumiert wird, wie Japan, ist Osteoporose gar kein Thema. Sie können es direkt sehen. Umso mehr Milchprodukte und Milch zu sich genommen werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auf Oberschenkelhalsbrüche. Habe ich auch in Peace Food so eine Studie drin. Wir wissen bei Diabetes, es gibt praktisch keinen jugendlichen Diabetes, also Typ 1 Diabetes, wo nicht im Blut Antikörper gegen Kuh-Eiweiß, ja, Tierprotein, also Casein gefunden werden. Das heißt, wenn ein Kind lang gestillt würde, was eine wunderbare Mitgift wäre, und dann keine Kuhmilchprodukte bekommen würde, aus meiner Sicht gar keine Milchprodukte am besten, dann ist Diabetes 1 die körperliche Grundlage entzogen. Also diesbezüglich hat man viele Vorteile. Das Hauptproblem bei Tierprotein und damit auch Milch, besonders beim Casein, ist, dass es letztlich die Gefäße sehr beschädigt, zur Arteriosklerose führt, die ja bei uns schon nach der Pubertät beginnt. Also das ist ein Riesenthema. Und bei der Milch kommt dann noch dazu, dass sie zwar Kalzium enthält, aber mehr Kalzium entzieht. Also Milch macht Osteoporose, die hilft nicht. Der schlimmste Faktor für mich ist, dass sie so krebsfördernd ist. Und zwar deswegen, weil Muttermilch natürlich das Kind ja auch anregen soll, schnell zu wachsen. Ja, ein menschliches Kind soll in 18 Monaten sein Gewicht verdoppeln. Ein Kalb in 12 Monaten. Umso kleiner die Tiere werden, umso schneller sollten sie ihr Gewicht verdoppeln. Also ein Kaninchen sollte in 9 Tagen sein Gewicht verdoppeln. Und da sind Wachstumsfaktoren drin, die hat die Wissenschaft auch schon entdeckt. IGF-1 heißt ein Bekannter, der da entdeckt wurde. Die sorgen dafür, dass die Zellteilungsrate sehr erhöht wird und dass alte Zellen nicht mehr entsorgt werden. Das ist während der ganzen Adoleszenz ein vertretbares, also bis zur Adoleszenz ein vertretbares Programm, aber danach wird es ein Krebsprogramm. Also die Zellteilung anzuregen, die Entsorgung alter Zellen zu reduzieren, ist ein fürchterliches Programm, spielt sicherlich damit herein. Also heute muss man wirklich sagen, wenn man sehr schnell, frühzeitig Osteoporose haben will und als Mann noch Prostatakarzinome, dann ist ganz ideal, viele Milchprodukte und sein Protein über diesen Weg zu nehmen. Ah, ja. Wie ist es mit den Kohlenhydraten und der Energie? Manche sagen ja, man braucht, um genug Energie zu haben, gerade Menschen, die sehr viel körperlich arbeiten, braucht man Fleischernährung. Und damit auch die Frage,
gibt es vielleicht doch unterschiedliche Arten und Typen von Menschen? Manche brauchen eben mehr, brauchen dieses Fleisch, weil sie einfach sehr viel kräftige Arbeit machen müssen und andere nicht? Oder würden Sie das? Also es gibt natürlich ganz verschiedene Typen von Menschen. Da brauchen wir bloß uns beide anschauen oder noch die Kameraleute dazu nehmen. Da muss man schon sagen, also wir sind verschiedene Typen, ist gar keine Frage. Wir würden in der Sauna verschieden schnell schwitzen und brauchen auch verschiedene Ernährungsrichtlinien. Das ist keine Frage, ob mehr kühlere oder wärmende Ernährung. Das ist so. Aber niemand braucht krebserregende Ernährung, ja? Einfach niemand. Mhm. Und insofern müsste Tiereiweiß vom Tisch und müsste rausbleiben aus dem Ernährungsfahrplan. Das ist ganz klar. Die Logik mit diesem wertvollen Eiweiß, ja, als dass die Wissenschaft ja immer Tierprotein hingestellt hat, die ist völlig absurd. Wie ja viele wissenschaftliche Logik, wenn man darüber nachdenkt, absurd ist. Die argumentieren so, weil sie sagen, dieses Eiweiß von Tieren, das sind ja auch Säugetiere wie wir, ist unserem Eiweiß viel näher, da ist alles drin an Aminosäuren, was wir brauchen. Aber wir müssen es dem Körper gar nicht so einfach machen, weil nach der Logik müssten wir am besten Menschenfleisch essen, müssten wir Kannibalen werden, weil da hätten wir ja genau unser Eiweiß. Eigentlich müssten sie nach der Logik überhaupt ihren eineigen Zwilling verspeisen, da hätten sie das gleiche Eiweiß. Das ist aber absurd. Ja, wir sollten es dem Körper sogar schwierig machen. Und der kann aus pflanzlichen Proteinen seine Aminosäuren und sein eigenes Protein aufbauen. Das kann er einfach. Wir müssen ihn ja nicht dauernd schonen. Wir sagen ja, oder die Angelsachsen sagen, use it or lose it. Benutze es oder verliere es. Wir müssen unsere Muskeln trainieren, unser Hirn, unsere Gelenke. Ja, wir haben keinen Schonungsapparat, sondern einen Bewegungsapparat. Das lernen sogar Orthopäden inzwischen. Ja, also es ist ja absurd, Gelenke ständig immer alles ruhig zu stellen. Wir müssen eigentlich den Körper in Schuss halten. Wir dürfen ihn fordern. Und das dürfen wir auch ernährungsmäßig. Also insofern ist wirklich hochwertiges Eiweiß, wertvolles Eiweiß, pflanzliches Eiweiß, eine breite Palette, was den Vorteil hat, dass man auch jede Menge Antioxidantien dazu bekommt und so weiter. Und ausgewogen in diesem pflanzlichen Bereich, das schon, keine Frage. Hirse, ja, der berühmte Hirsebrei des Märchens, enthält einfach relativ viel Protein, viel Eiweiß. Also da würde ich nach diesen Studien, so wie ich sie in Peace Food beschrieben habe, inzwischen ganz anders drüber denken. Ich habe ja natürlich auch noch Bücher wie Essensglück geschrieben und so, das ist jetzt gerade mal 3 Jahre, 4 Jahre her. Und da habe ich auch für eine ausgewogene Ernährung plädiert und noch ab und zu mal Fisch und so weiter. Das muss ich nach dem, was ich jetzt da mitbekommen habe, einfach revidieren. Nun gibt es ja auch Fische, die schmecken auch gut. Was sagen Sie dazu? Also der Geschmack ist natürlich so eine Sache. Früher haben mir Fische auch gut geschmeckt. Wenn man es dann mal aufgehört hat, jetzt würde ich es gar nicht mehr mögen. Das ist, geht ganz schnell. Also Verzicht ist gar nicht der große Teil. Vor 3 Jahren habe ich noch gern Käse gegessen, den ich heute gar nicht mehr mögen würde. Wenn sich der Körper mal umgestellt hat, dann will man es ja auch gar nicht mehr. Aber Fische haben natürlich ein paar Vorteile. Die sind in der Evolution weiter von uns weg. Also die haben nicht die gleichen Angsthormone und Stresshormone wie wir. Obwohl die auch elend verenden, bis die mal tot sind, das dauert ja. Aber wir würden jetzt an diesen Stresshormonen nicht so leiden. Dann haben Fische natürlich, das wird ja auch dauernd immer propagiert, diese Omega-3-Fettsäuren, die unser Blut verflüssigen würden. Aber auch da würde ich sagen, es wäre besser, seinen Lebensfluss in Gang zu bringen, als an Makuma, ASS oder jetzt irgendwie Fische aus kalten Gewässern zu denken. Das Problem bei Fischen ist einfach, dass die Fische, die sie heute essen, wenn sie aus den Meeren kommen, aus der Tiefsee kommen praktisch, ja, aus 2000 Meter Tiefe und so werden heute Fische geholt, die sind in der Regel über 100 Jahre alt, bis zu 150 Jahre alt. Und die Fische sind am Ende der Nahrungskette. Ja, also wir essen ja auch keine Tiger und Löwen, das wäre auch fatal, weil die auch am Ende der Nahrungskette stehen. Wenn man einen 120-jährigen Thunfisch isst, dann hat der natürlich schon ewig lange gespeichert, aufgenommen, Gifte und so weiter. Radioaktivität jetzt natürlich auch ein Thema. Schon von daher wäre das schlecht, diese Methusalem zu essen. Tierprotein ist es auch. Wenn man jetzt deswegen umschwingt und sagt, okay, dann nehmen wir die Zuchtfische, muss man sich sagen, die sind mit dem gleichen Dreck gefüttert, mit dem früher die Rinder gefüttert wurden, was BSE ausgelöst hat. Man sieht allein schon an diesen Quoten, dass die damit rechnen, dass 20% verrecken während der Aufzucht. Dass die 80%, die überleben, in keinem guten Zustand sein können. Also kann ich auch überhaupt nicht empfehlen, den Menschen zuliebe auch nicht empfehlen. Ja, den Tieren zuliebe ist sowieso nochmal eine ganz andere Ebene, diese Tierethik-Schiene. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Teil. Wie ich finde, haben Sie sozusagen diese ganz unterschiedlichen Themenbereiche auf eine sehr gute Art und Weise in diesem Buch zusammengeführt. Darüber sprechen wir in einem zweiten Teil. Das ist ein einzelner Teil wert. Vielen Dank, Herr Dr. Dahlke, für dieses Gespräch. Danke, Herr Schmelzer.